Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Part 28. Und wir waren gerade hier bei diesem komischen Typ, der über die Gebote geredet hat. Und ich hoffe mal nicht, dass mir dem begegnet, weil eine Efi-Spritze. Jetzt gerade, wo mein Efi voll ist, finde ich eine Efi-Spritze. Hey, lol. Wie geil ist das denn? Das ist ja mal das geilste Easter Egg, das ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Hey, ganz ehrlich. Guckt euch das an. An was erinnert euch das? Ganz ehrlich, an was erinnert euch das? Ja, das ist dieser kleine Ball da. Ihr kennt ja bestimmt dieses Spiel mit diesem Ball. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen von dem Spiel. Mit diesem gelben Ball, der durch die Labyrinthe geht und diese Punkte da frisst. Und genau das wurde hier demonstriert, sage ich jetzt mal. Das ist so geil. Das ist ja mal ein richtig geiles Easter Egg. Okay, dann geht's aber weiter. Denn der schimmelige Käse, der muss einfach mal weiter schimmeln. Und jetzt gucke ich mal, ob ich dem Typ begegne, weil ich habe gerade echt leicht Angst. Hallo? Okay, der wird dahinter irgendwo sein, aber was gibt's hier? Oh! Destilliertes Wasser. Okay. Ich brauche noch 3 Stück. Das sieht echt geil aus. Sieht schon wieder geil aus. Okay, weiter. Ich nehme die harte Munition. Kommt her. Da ist nochmal destilliertes Wasser. Seht ihr das? Das brauche ich. Scheiße, ich habe kein Telekinese. Ja, Mann, jetzt bin ich traurig. Ach, scheiße. Ja, okay, egal. Ich werde es irgendwie schaffen, da hochzukommen. Ich schaffe das. Okay. Yes, ich habe es eingesammelt. Ich habe es eingesammelt. Jawohl. Hallo? Hallo? Schmecke meine Bienen, du Sauhund. Ja! Yeah! Alter, die braucht mit der Munition bloß einen Schuss. Der Satz mit X, das war wohl ich? Was? Haha. Panzerbrechend und nochmal destilliertes Wasser. Jetzt brauche ich nur noch eins. Ein U-Invent. Da machen wir doch mal was. Ja, genau, hier ist das Lazarus Vector. Da kann ich mal gucken, was ich noch brauche. Also destilliertes Wasser brauche ich noch eins. Und von diesem komischen... wie heißt denn das? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall diese komische Pinzette oder was es da ist. Keine Ahnung. Da brauche ich auch noch eins. Oh, ich könnte einen Auto-Hacker machen. Das machen wir doch auch. Und dann geht's zurück. Und ich hoffe mal, da kommt nichts, weil ich habe gerade schon wieder eine Frau sprechen gehört. Und da unten steht sie auch. Jetzt ist sie tot. Und Big Daddy habe ich gerade auch gehört. Aber okay, was liegt hier? Ein Fass. Und hier eine Leiche. Ihr hattet nicht zufällig destilliertes Wasser dabei? Nein, ich glaube nicht. Ich frage mich gerade, wo es da hingeht. Das würde mich doch mal richtig interessieren. Da unten ist ein Geschütz oder irgendwas. Ja, okay, egal. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Hier war nichts mehr, genau. Und da liegt noch eine Pistole. Und jetzt geht's weiter. Jawohl. Ziel erreicht. Besorge 7 Einheiten des Wassers. Hast du schon alle Bestandteile des Lazarus-Vektors gesammelt? Wenn ja, dann such dir am besten eine Werkstatt und setz ihn zusammen. Und dann geh zurück in Langfords Labor und tu das ganze Zeug in die Befeuchtungsanlage. Das müsste den Nebel eigentlich wegpusten.
Okay, aber ich glaube, mir hat doch noch was gefehlt, oder? Ich kann's machen! Ich kann's machen! Jawohl! Okay, der große Moment! Ne, ich fange jetzt schon wieder mit dem an. Yes, ich hab's erstellt, Leute. Ich hab's erstellt. Ziel erreicht. Erschaffe den Lazarus Vector. So wie sich das anhört, was du da gebastelt hast, schätze ich, du bist der stolze Papa eines nagelneuen Lazarus Vectors. Leg den Vektor an eine Vorrichtung, die zentrale Befeuchtungsanlage genannt wird. Dann stimmt sie doch denn im Laden wieder. Das machen wir doch gleich mal, aber davor wechsle ich noch die Waffe, und zwar zu meiner Schrotflinte. Okay, und jetzt muss ich zurück. Haha. Oh ja, so geil. Ich habe alles gefunden. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt in dem Part schon schaffe. Oh nee, hier muss ich irgendwie drüber kommen. Und zwar so. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Ein Big Daddy. Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Nein. Ach, ich scheiß jetzt mal auf den Big Daddy. Was war das gerade? Irgendwas Gruseliges. Ich gehe jetzt einfach zurück. Oh, Alter! Alter, ich glaube, die spinnt. Leck mich am Socke, hey. Heiliger Judas. Alter, Alter, Alter. Hat der Big Daddy jetzt eine Little Sister gefunden? Hallo, Big Daddy. Wo ist der? Ach, der soll mich jetzt mal kreuzweise. Ich gehe jetzt einfach weiter. Und ich finde ihn schon mit seiner Little Sister nachher. Aber ich gehe jetzt erstmal zurück, weil ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Ja, genau. Farmers Market. Da kennen wir uns doch noch aus. Ja, dahinter ist noch der tote Big Daddy. Und das brennende Geschütz. Und da ist der zweite Big Daddy. Alles gut, Big Daddy. Ich habe nur den Splice erledigt. Au. Leute. Ich muss mal kurz gucken, wie lang der Part geht. Einen Moment. Okay, 7 Minuten. Das geht noch weiter. Ah, ich bin falsch. Ach, ich muss hier hoch, genau, stimmt ja, da geht's zurück. Zurück zu der Mission. Aua, das gibt eine Fleischwunde, aber eine richtig tiefe. Houdinis Bleiser. Ja, und da ist unser schöner Farmers Market. Ne, da fange ich jetzt nicht schon wieder an. Ziel erreicht, kehre nach Arcadia zurück. Yes, we can, Leute. Ich hab's geschafft. Rapture. Ja. Rapture ist eigentlich schon eine richtig geile Stadt. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Unterwasserstadt. Das muss man sich mal so vorstellen. Allerdings, wenn natürlich sowas wie hier ausbricht, also mit den Splicer, dann will ich da nicht mehr leben. Nee, ganz sicher nicht. Außer ich bin ein Big Daddy, weil dann fühle ich mich irgendwie sicher, wenn ich so gepanzert bin und so. Aber naja. Und ich vermute mal stark, das speichert jetzt gleich wieder. Normalerweise. Sobald es mal fertig geladen hat. Genau jetzt. Ja. Speichern. Komm schon. Yes. Okay. Hier bin ich wieder, meine Ladies. Wehre dich nicht gegen das Unvermeidliche. Du wirst bald keinen Sauerstoff mehr haben. Ah! Ah, schnell! Renn! Schnell! Ich habe Angst. Dieser dreckige Andrew Ryan. Der Sack geht mir echt auf das Sack. Schnell weg hier. Ich renn hier einfach nur weg. Scheiß auf den Big Daddy. Scheiß auf den verschimmelten Kürbis. Einfach nur zu der Mission.
Und ich muss doch da lang, ja. Schnell, schnell, schnell. Meine vergammelten Bäume, ihr werdet bald nicht mehr vergammelt sein. Okay, ich glaube, ich... Oh! Ha, nicht mit mir, mein Freund. Okay, ich hab's gleich geschafft, so wie es aussieht. Der Alarm ist schon mal weg. Das ist doch schon mal sehr positiv. Wie viele Big Daddies gibt's hier eigentlich? Ich mache gerade ein kleines Speedrun. Zu der Mission. Du fasst hier nichts an. Du Drecksack. Okay, jetzt geht's ab. So, perfekt. Jetzt gucke ich nochmal kurz, wie lang der Part geht. 11 Minuten, das reicht noch, um den Schalter zu drücken. Luftbefeuchter. Okay, das mache ich jetzt. Und zwar schnell, bevor hier noch so ein paar Splicer kommen und mich töten wollen. Das wäre doch gar nicht gut. Alter, hier wackelt gerade alles. Aber wenigstens habe ich jetzt den Farmers Market schon mal ins Grüne verwandelt. Boah, Big Daddy, erschreck mich nicht so. Schnell, lass mich durch. Schnell weg hier, ich muss hier einfach nur weg, schnell. Scheiße, bin ich gerade erschrocken, Alter. Scheiße. Der hat mir was geschickt per Rohrpost. Boah, danke, Alter. Das hat mir echt geholfen. Scheiße, die kommen hier gleich voll durch. Ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche eine andere Waffe. Und zwar Granatwerfer. Kontaktmine. Schnell, schnell, schnell. Leg hier eine Kontaktmine, schnell. Jetzt könnt ihr reinkommen, ihr Säcke. Hahaha. Ich wünsche euch viel Spaß, ihr Säcke. Nee, das waren sie. Haha. Die hat's voll weggefetzt. Die liegt sogar voll hier hinter, ey. Wie geil. Okay, Leute. Ich werde den Part hier an der Stelle beenden und ich hoffe, wir sehen uns in Part 29 und dann bin ich mal gespannt, wie es mit dem Farmers Market noch weitergeht, wie es mit den verpeschten Bäumen noch weitergeht, wie es mit mir weitergeht, wie es mit dem Andrew Ryan weitergeht, wie es mit dem Atlas weitergeht und wie es mit dem Let's Play weitergeht. Sagen wir es einfach so. Okay, also ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Also bis dann. Ciao und bis zum nächsten Mal.